So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play um sie 2 Omnibus Simulator. Wir sind hier wieder zurück auf Projekt JD. Wird sie, glaube ich, ausgesprochen, ich weiß es nicht. Mit dem MNA21 Dreitürer von mehr oder weniger V3D. Das ist nämlich ein gemoddeter Dreitürer. Normalerweise gibt es ihn als Zweitürer. Ich habe ihn jetzt als Dreitürer. Ist eine wunderschöne Mod, die nochmal modifiziert wurde, also eine Mod, deren Modifikation modifiziert wurde. Und zwar hat man normalerweise das hier vorne so, wenn man, ich mache hier kurz mal die Elektronik an. Wenn die Tür aufgeht, ist klar. Sieht man natürlich jetzt richtig beschissen. Mod. Da kommt einer. Aber wenn die Tür zugeht, dass sie piept. Passiert in diesem Fall nicht. Türgeschwindigkeit wurden alles beide von Fluffy angepasst. Der nette Mod ist Work in Progress, wollte ich gerade sagen. Nein, er ist privat. Witzig. Ja, wir fahren heute Linie. Warte, hier steht es doch. 58 nach Storoninska. So, ja, ihr wisst, was ich meine. Wir starten das Ganze hier mal. Ja. Machen wir schon den Vorwärtsgang rein. Wir müssen noch schildern. Das ist Linie 58, Route 2. Hier. 058, Route 2. Na, ne, fahren wir noch nicht nach Gottlau. Wir stehen doch jetzt in Gottlau. Oder? Wir stehen doch jetzt in Gottlau, dann ist es Route 1. Jetzt doch hier Gottlau, ne? Ja, dann ist es Route 1. So. Das sieht schon mal besser aus. Wir haben noch so ein paar Minütchen Zeit, eher gesagt 74 Minütchen. Kleine Minütchen. Wir lösen mal eben die Handbremse. Ja, ein bisschen anderer Sound ist auch mit dabei, glaube ich. Ich weiß es jetzt aber nicht. Genau. Aber hört sich doch fast so an. Die Linie bin ich jetzt bisher in meinem Leben ein einziges Mal gefahren. Okay, man kann während der Fahrt die Tür aufmachen. Das ist ja auch ziemlich lustig. Ja, wir spulen mal eben 1 Stunde 14 vor. 1 Stunde und 14, also machen wir auf 15. Ja, da wollen wir doch bestimmt ein paar Leute rein. Frage ist, ob die auch zu mir rein wollen. Ja, wollen sie, ihr dummen Kinders. Muss ich jetzt ernsthaft so weit vorfahren, weil ihr sonst nicht einsteigt? Ist das jetzt euer Ernst? Ah. Moin. 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 Wir sind hier zwar nicht in Deutschland, aber du kriegst deine Tageskarte auch mal. So. Wir spulen noch mal eine Minute für. Ja, ich habe gesagt, wir wollen mal ein bisschen mehr am Tag fahren. So, können wir auch eigentlich losfahren, aber bestimmt keiner mehr rein. Und ja, jetzt fahren wir auf jeden Fall mal los. Hier aus Gottlau. Ihr wisst, was ich meine. So, da steht ein Kollege. Der Bus hat Bums. Der hat aber einen schönen Sound, finde ich. Gefällt mir. Ja, das Auto auch, wenn sie mich reinfährt. Oh, das war Jesus Christ eng. Wir fahren hier mit... Alter, der Turbolader ist ja sowas noch was im Windrand. Hört das jetzt mal an. Damn, Sun ist der penetrant. Da stehen so ein paar Dinge. Züge nennen sich sowas auch. Ja, ich fahr scheiße. Fahr doch mal besser, du Arschloch. Ah, hier stehen ein paar Waggons. Der Turbolader ist alt, der ist der penetrant. Der hat die Haltestelle nicht registriert, der Mahlzeit. Da fahren wir jetzt eben ohne. Fahrplan, das ist jetzt hoffentlich nicht ganz so dramatisch. Der Turbolader ist mal ass-fuck penetrant, ey. Alter Schwede. Obwohl das Absäue sind, das Turbolader hört sich schon geil an, nur das. Das Geräusch an sich ist einfach zu heavy für den Bus. Ja, wie ihr seht, wir haben nur ein Vierganggetriebe, EEV, kein ZF.
Müssen hier vorne einmal halten. Ah, wunderschön. Diese Buße. Einen normalen Fahrschein, bitte. Diese wunderschöne Buße. So. Tür, Geschwindigkeit gefällt mir ganz gut. Alter, ist der Tola da penetrant. Meine Fresse nochmal. Hoffentlich ist er auch nicht so penetrant bei euch. Ich hoffe es einfach mal, zumindest für euch. Da ist gar kein Licht. Da ist Licht, da ist Licht, da ist kein Licht. Doch. Disco Dancy. Disco Dancy. Nein, nicht hochschalten. Los. Vierter Gang, bitte. Läuft aber gut. Dankeschön. Fahre ich überhaupt richtig? Er weiß schon wieder nicht, wo er lang fährt. Gerne. Doch, wir fahren richtig. Ich finde, dieser Bus passt auch wunderbar zu dieser Map. Ich weiß nicht, irgendwie so... What the fuck, der hat diese Position. So Mercedes oder so würde gar nicht so extrem draufpassen, finde ich. So MAN, sowas zum Hallo. Beispiel. Alte Icarus-Busse und sowas, das ist... Die passen hier, glaube ich, ganz gut drauf. Oder Solaris. Busse. Boah, fällt der Scheiße. Ja, dafür kann ich nicht. Ja! Der erste und der zweite Gang können sie nicht entscheiden. Dafür kann ich doch wohl nichts, ne? Mein Gott. Ich bin nicht das Getriebe, ich bin nur da, der das Gas bedient. So. Ja, auf jeden Fall auf eine kleine entspannte Runde hier. Auf Stittingen, Sittingen, keine Ahnung wie gerade heißt. Traurig. Stittingen, Sittingen. Auf jeden Fall eigentlich den Namen der Map, die ich nicht aussprechen kann. Sagen wir es mal so. Der kann sich echt nicht für einen Gang entscheiden, ne? Hallo. Geht die hintere Tür manuell auf? Ne, war ja klar. Arschlöch. So. Dann. Ja, moin. Moin, Kollege. 63 nach Skolvin. Ich fahre in die 38, in die 58. Was haben wir denn jetzt nochmal? Verdammte Axt. Ich habe wieder die Hälfte vergessen. 58, gut. Ja, es ist später Abend. Ich habe wieder keine Konzentration. So. Will ich hier mal raus? Nein. Oh. Jetzt brummt er vor sich hin. Automat Door. Versuchen hier rechts. Kommt da jemand von links? Kommt da jemand von rechts? Ja! Ich hoffe, ich will zu nicht links abbiegen. Guter Dude. 58. Hier müssen wir halten. Okay, die Tür alleine geht von alleine auf. Hallo. Okay. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Gerne. Geht sie auch alleine wieder zu? Okay, der geht schon mal nicht. Ich mach mal hier eben ASR aus. Ist hier überhaupt ASR? Okay, das ist Display-Helligkeit.
Digga, das Ding geht vorwärts, Alter. So. Nächste Haltestelle. Kuschi, kuschi, muschi, muschi. So. Also hier links. Das ist nicht eigentlich rechts. Was gibt's denn hier Wunderbares? Schule. Nee, das ist nicht wunderbar. Obwohl, Leute, Schule ist wichtig, ne? Hier will jemand aussteigen. Ups. Und jemand einsteigen sogar. Die Leute machen die alle... What the fuck? Damn, Soundtechnik. Aber die Tür geht nicht alleine wieder zu. Schade. Aber Schule ist wichtig, Leute. Boah, knallt die Tür zu. Da ballert und teil am Ordnete. Oh, Brigitte, oh. Ja. In der Schule ist wichtig, auch wenn die Schule scheiße ist, aber in der Schule ist es noch schlimmer als Schule. Vertraut mir, ich habe nie mehr im Leben so viel Freiheit wie in der Schule. Deswegen genießt die Schulzeit. Auch wenn Schule manchmal scheiße sein kann. Das kenne ich auch selber. Ich wäre auch selber in der Schule. Hä? Hier will jemand raus und jemand rein. Ja, mach schon bei 20 km die Tür auf. Spring raus, Selbstmörder hier wieder. Warum auch nicht? Da, 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 da. Nein, das war gerade wegen den Bodenwellen. Die gehen mir so dezent auf den Sack. Ist hier ein Parkplatz? Oh ne, hier eine Galerie. Nice. Ist das ein Lager da? Tatsache. So, jetzt müssen wir hier links abbiegen. Kommt mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Ich finde, die Map sieht immer noch schön aus. Ist zwar eigentlich eine alte Map, aber sieht immer noch toll aus. Macht trotzdem draus Spaß zu fahren! Steigen die auch hinten ein. In der Tat. Was tun sie, lol. Bam, bam! Ballert, Junge. So. Abfahrt. Oder auch nicht. ...18 Grad sind im Bus, das geht auch fit. Was haben wir hier noch alles? Warnblinker. Das hier noch alles. Hätte ich abbiegen müssen? Nee. Steht da drauf. Ah, okay. Elegant bewegt der MN Lion City 21 sich auf der Straße. Der Straße der Leidenschaft. So, nächste Haltestelle ist, kann man das lesen? Colonisto. Colonisto. Okay. Okay, wir können gleich weiterfahren. Will keiner rein oder raus. Colonisto. Aber es ist echt schön hier in die Straße, ne? Auch wenn sie nur geradeaus geht. Mal hoch, mal runter. Schockt dann auch. Oh oh. Hallo, guten Tag, wie geht's denn so? Was ich halt immer ein bisschen so schade finde, wenn so Bäume durch die Busse durchgehen. Das finde ich leider immer so ein bisschen schade. Aber naja, man kann ja nicht alles im Leben haben.
Lol. Gut platziert. Niringa Pomnik. Jo. Da wohne ich auch. Wie? Hier will jemand rein? Lull. Magic. Push the button. Hä? Ah. Oh. Niringa Pomnik. Wie hört sich das denn hinten an, Alter? Da muss der Motor ja richtig laut sein. Okay, irgendwie ist das schon erotisch, dieses Turbolader soll sein, aber irgendwie ist es auch voll nervig, dass du davon einen Hörschutz kriegst. Ein MAN, ein Doppeldecker. Ja, Mahlzeit! Beep! Pokoju, Pokoju. Hallo, willkommen bei Pokoju. Ihre Bestellung bitte. Ja, moin, jetzt steigen sie alle hinten ein, Alter. Habt ihr alle Angst vor mir oder was? Ich tu nichts, ich schlag nur. Bitte setzen Sie sich jetzt alle hin. Dankeschön. Hier sind 40, ich fahre jetzt knapp mit 20 km/h durch die Kurve. Weil sonst die Fahrgäste anfangen auszuticken. Warum fahren Sie denn so schnell? Was soll das denn? Warum tun Sie denn? Warum? Ich bin Busfahrer und ich darf das. So, hier sind 70. So, können wir hier Kickdown machen. Nee, der zieht gleich durch, Alter. Ich will mal sehen, was der Bus hier so drauf hat. Das können wir ja mal eben testen. Alter, der zieht ja wunderbar durch. Okay, 85, dann ist vorbei. Nächste Haltestelle. Bongunisgans. Ja. Hört sich echt so behindert an. Keine Sorge. So, Oma will aufsteigen. Türen sind zu. Abfahrt. Da kommt der Kollege gegen. Moin, was geht denn so? Hier sind ja 70, ne? Ja, so ein bisschen will ich trotzdem. Also auch wenn wir ohne Fahrplan fahren, möchte ich so ein bisschen doch realistisch fahren, so ein Ticken, ne? Na schön. Ach, das ist krass, wie der hochzieht, ey. Okay, die rote Schrift, der da oben mal ausmachen, die nervt bestimmt. Aber ich will aussteigen. Oh, Grotti, ja. Ich versuche es an jeder Haltestelle, mal sehen, ob ich es hinkriege irgendwann mal. Warum geht vorne die Tür auf? Hier will doch keiner aussteigen. Da fuhr gerade wieder ein Kollege vorbei. So, Abfahrt. Sind die schon wieder 40 oder immer noch 70? Also Fußgänger und Menschen. Ich glaube, hier sind keine 70. Hossa! Hossa, Hossa! Hossa, Hossa, Hossa! Hossa, Hossa, Hossa! Hossa! Hallo! Willkommen bei André Stahl Airlines. Bitte schneiden Sie sich an. Ja, so fühlt sich's gerade an. So, will die jetzt noch rein oder läuft die einfach nur dumm vorbei? Okay, sie läuft nur dumm vorbei, auch gut.
Das oh, ballert. Ja, wirklich noch. Moin. Es ist echt schön, wenn Omsi so läuft. Genau. Es ist echt schön, wenn Omsi so läuft, wie es jetzt gerade läuft, ne? Es macht einfach mal eben doppelt so viel Spaß, finde ich. Läuft einfach fluffig. Nee, fahr nicht, fahr nicht, fahr nicht, fahr nicht, fahr nicht, fahr nicht. Du fährst nicht, du Arschloch. Danke. Jana Zykrysanolosü. Okay. Wunderschön Haltestellenname. Sehr kreativ auf jeden Fall. Mahlzeit. So. Vorne ist eine rote Ampel. Ich glaube, unsere erste rote Ampel, die wir es bisher in dieser Folge hatten. Hat aber gut hier. Alter. Läuft am Bus. Ich meine, rollt. Entschuldigung. Nichts gegen. Ja. Ist einfach so. Manchmal sagt man, also viele sagen ja so etwas. Hä? Beleibtere Menschen, dann roll davon oder so. Keine Ahnung. Und dann finde ich das einfach nur richtig fies. Deswegen nichts gegen etwas fülligere Menschen, etwas dekadentere Menschen. War nicht das, ich meine einfach nur den Bus, damit er rollt. Entschuldigung. So. Weil immer, wenn man was sagt, dann kann das ganz schnell im Mund zerdreht werden. So. Hier sind 40. Was haben wir denn da vorne? Okay, geradeaus müssen wir auf jeden Fall schon mal. La 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 la. Null. Müssen wir hier halten? 58? Ja. Komunini Prieski. Je. So. Hier steigen vorne auch welche aus. Okay. Hallo. Hallo, moin. Moin. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Ihr seid ausverkauft. Die müssen dann eine Tageskarte nehmen. Ich sag bloß, du willst ein Ticket. Einmal Kurzstrecke. Warum steigst du hinten ein, du Arschloch? Wenn du ein Ticket haben willst, du steigst dann vorne ein. Mein Frise. So. Okay, ich stand an der MAN-Hupe. Oh, es geht bergab. Können wir das Ding mal hier rollen lassen? Lass es rollen, Babe. Lass es rollen, Babe. Meshi may not be included. Referent to in Shoju. Ich habe keine. Was? Was willst du mir damit sagen? Dass ich keine Kasse habe? Wieso habe ich keine Kasse überhaupt im Bus? Okay, das ist echt komisch. Ich habe keine Kasse in diesem Bus. Aber Nothammer. Okay, das ist lustig, da steht nämlich was. Ich bin jetzt eine Oma und ich möchte zufahren. Ich weiß nämlich nicht, wo lang. Okay. Der Motor ist sehr, sehr spritzig und das Getriebe auch, ey. Das gefällt mir richtig gut. Richtig schön spritzig, so wie das sein muss.
Ja, dann steigt halt nicht ein. Ist mir dann auch egal. Oh, dieses Türknall, ne? Ist krank. Ach, da oben ist ein Monitor. Ja, moin. Gar nicht gesehen. Das sollte ich vielleicht mal beachten. Ist hier ganz geil. Nee. 58 geradeaus oder links? Okay, geradeaus müssen wir. Der ist ja da mal cool, der Monitor da oben. Gar nicht gesehen. TFT Color Monitor. Ja, nein. Erzähl bloß. Natürlich das teuerste vom teuersten, natürlich. Jetzt von der Tür aufmache. Ach, das ist wahrscheinlich die dritte Tür, ne? Ja, ich sehe das gerade schon. Kann man so auch gleichzeitig als Rückfahrkamera halbwegs benutzen. Gefällt mir. Sehr schönes Feature. Machen wir kurz ein bisschen Scheiben sauber, ne? Ist ja total schmutzig. Ganz schön. Es reicht, habe ich gesagt. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Hört auf zu wischen. Wir brauchen eure Wischdienste nicht mehr. Alter, ist das jetzt dein Ernst? Oh Mann, André, du bist so ein kaputter Typ. So, hier mal die Wische ausmachen. Wie mache ich jetzt die Wische aus? Ich kann hier nichts drücken. Dann würde ich mal sagen, wir fahren jetzt eben in den Regen, weil sonst lohnt sich das ja nicht, mit Wischer zu fahren. Ich meine ohne Wischer. So. Man hört die Tür nicht, aber man hört, wie sie zuschlagen. Oh, da fährt der gerade ein LKW. Wir müssen hier links rüber. Jetzt fahr doch mal, du Bastard! Alter, ist das denn ernst? Das mit meterlanger Abstand und der fährt einfach nicht. Kann nicht sein, ey. Naja, aber das ist Omsi, ne? Ist ja nicht der KI-Simulator, ne? Muss man einfach mal so dazu sagen. Oh, hier war ich noch gar nicht. Können wir gerade mal so ein. Hinten ist die Tür zu. Perfekt. Weiter geht's. Oder auch nicht. Okay. Ja, Alter. Das kann doch nicht sein, ey. Das hasse ich halt so manchmal so ein bisschen an der Umwelt-Kalie, ne? Das, was ihr gerade gesehen habt, das ist ja einfach nicht mehr feierlich. Aber ich sag mal so eins. Ich hoffe, die KI wird einfach nur schlauer in Lotus. Ich hoffe es. Man weiß es nicht ganz genau, weil es gibt nur keine KI, aber ich hoffe es einfach mal. Alles andere wäre schade. Ich meine ja schon, in Omsi 1 war die Karriere nicht besonders schlau. Jetzt in Omsi 2 ist sie sogar meines Erachtens noch schlimmer. Ich hoffe, dass in Lotus dann ein bisschen besser gelöst. Die einen sagen, jo, definitiv, Alter. Das wird besser hochziehen, du. Du hast noch nie eine bessere KI gehabt in deinem fucking Life. Das sagen sie jetzt schon, obwohl die KI noch nicht draußen ist, ne? Ich meine nur, es ist nicht gerade leicht, eine KI zu entwickeln, die nicht doof ist. Ich meine nur, ETS bzw. SCS Software kriegt das zwar so... Okay, wir müssen beide Spuren benutzen.
ganz nice hin. Ach hier, wir dürfen doch nicht Beispuren benutzen. Okay. So, Opa. Bieg heute noch ab. Weil doof ist die KI jetzt nicht, aber halt schon besser als in Omsi. Sie überholt eigenständig, sie bremst eigenständig ab, weicht aus und so. Und das kriegt die Omsi-KI ja leider nicht hin, sondern brettert einfach überall rein, wo es geht. Und das ist leider ein bisschen schade. So. Hier wird auch jemand raus. Okay, sind schon draußen. Können wir gleich weiterfahren. So, jetzt müssen wir hier links rein. Hier kann man doch bestimmt auch geil mit der Tram fahren, oder? Müssen wir jetzt hier rein? Ne, wir müssen hier rein. Halt, ne? Ja. So, und wir sind an der Endhaltestelle mal angekommen. Jo, hier fährt, hier kann man echt geil, bestimmt geil mit einer Tram fahren. Hier immer so schön im Kreis. Whee, okay, es regnet. Und das sieht etwas komisch aus. Naja. Das versuchst du hier. Ja, komm. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Das kriegst du hin. Ich glaub an dich. Du kriegst das auch hin, mein Kleiner. Na los. Komm, butsch, 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 butsch. Ja, los, ja, los. Ja, fein hast du das gemacht. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Checkt die YouTube-Kanäle unten in der Beschreibung aus, um auch anderen coolen, Anführungszeichen, Content zu sehen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, haut rein, fahrt vorsichtig natürlich, egal wo ihr seid. Und tschüss.